Hallöchen, YouTube. Da sind wir wieder. Wir suchen einen Weg, der uns hier nach Osten von diesem eisigen Hügel hinunterführt. Hallo. Da oben waren wir schon. Da sind wir auf ein paar Eisgeister, Schneeahnen, Viecher, wie auch immer. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie heißen, getroffen. Bin ich hier eigentlich da, wo ich auf der Map hin will? Noch nicht so ganz, ne? Ein Stückchen weiter noch. Um diesen dezenten Hügel rum wahrscheinlich. That bad, bad, bad music. Warum kriegt er so wenig Schaden durch Eisattacken? Verstehe ich nicht. So. Was hat mich da so übelst gerackt? War das der eine Klauenhieb des Eisbärs? Haben wir nicht Brot gekauft? Da. Unvergleichliches Brot. Ist halt ein Eisbär. Ach, das kann doch nicht sein, dass der deshalb so wenig Schaden durch Eisattacken bekommt. Das kann ich mir nicht vorstellen. F5 muss wieder meine Lieblingstaste werden. Ach, Junge. Du Kackviech. Die Musik ist so geil. Wer auch immer die komponiert hat, Props dafür. Was machst du da? Wer bist du? Ein Eistroll. Nö, 5. Nö, 4. Bist du blind oder was? Habe ich den Flammenbiss gekauft? Nee, ne? Ingo hängt schon wieder irgendwo rum. Ja, gib mir dein geiles Trollpferd, Junge. Und dann sieht das tatsächlich aus, als wären wir hier aber sowas von goldrichtig. Ja, wir laufen direkt auf ein Lager zu. Holen aber erstmal trotzdem sicherheitshalber mal wieder Ingo ran, ne wa? Komm mit! Was war hier? Alte Vorratskiste. Warum leckt das so? Da unten ist auf jeden Fall das Lager. Ich würde gerne in dem Lager, wenn da jetzt niemand ist, der uns großartig zu schaffen macht, dann pennen wir da erstmal eine Runde. Patiras Zeltlager entdeckt. Keine Spur von Patira. Ich sollte mir die Umgebung ansehen. Die Umgebung von Patira nach ihrem Verbleib untersuchen. Ich will pennen. Golden Force Matronarch, was? Ich konnte das so schnell. Ich will Mana. Golden Force Matronarchin. Die übrigens durch Eisattacken derbsten Schaden kriegt. Entweder sind wir noch in unterleveltem Gebiet, was ich nicht glaube. Oder Eis ist wesentlich effektiver gegen Pflanzen als Feuer. Oder ich bilde mir das alles nur ein. Kartoffeln. 10 vor 8 abends. Da machen wir doch mal ein 12-stündiges Heldenschläfchen. Ein ganz dezentes. Pecker! Okay, gleich.
Achso, paralysieren, ja. Gegners da? Nope. Wir brauchen die Meditation. So. Immer erstmal noch mal gucken. Ob es hier noch irgendwas gibt, was wir unbedingt brauchen. Dieses Verbergen wäre auch irgendwie mal interessant. Das ist eher erstmal nicht so interessant. Das wäre irgendwie auch ganz nice. Warte mal, was den Bogen verstärkt, habe ich jetzt beim letzten Mal schon geskillt, ne? Das war hier unten sogar. Beschworene Waffen, genau. Dann wollen wir jetzt mal ganz kurz gucken, ob wir... Ah, das wäre ja auch geil, so ein sneaky beschworenen Bogenmagie irgendwie mal zu spielen. Hier muss ich hin. Hinterhältig. Aber das wird nicht funktionieren, da brauchen wir zu viel... Leichte Rüstung ist um 17% wirkungsvoller. Leichte Rüstung ist um weitere 15% wirkungsvoller. Starke Sehne, da haben wir es doch. Bogenschüsse richten 12% mehr Schaden an und weitere 10%. Wollen wir das mal ausprobieren? Also ich würde hier gern tatsächlich die leichte Rüstung ein bisschen verbessern. Und den Bogen. Ich glaube, wir nehmen erstmal... Ach, das geht gar nicht. Achso, wir müssen natürlich erstmal den Hauptpunkt freischalten. Diese Erinnerung schaltet alle Schurkendisziplinen für euch frei. Dann fangen wir doch da mal an. Und als nächstes dann die starke Sehne. Weil ich denke, hier sind wir soweit mit allem Brauchbaren tatsächlich durch. Was hier noch interessant wäre, wäre dieses entropische Blut. Blut kommt vom Planeten Pluto, der gar kein Planet unseres Sonnensystems mehr ist. Offiziell. Und der psionische Schleier, was auch noch ganz interessant klingt. Behaupte einfach mal, dass du dir das einbildest. Ich denke, die Gegner sind einfach unterschiedlich skaliert. Möglicherweise. Vielleicht hat man aber auch Schadenseffektivitäten eingebaut. Komische Musik. Beziehungsweise beängstigende Musik. So, erstmal wieder Le Focus. F5. Es laggt so hart. Ich glaube, ich kaufe mir nächste Woche oder so eine neue Grafikkarte. Da habe ich Bock drauf. Assassinenkapuze. Gib. Oh. Oh. Wie ich den voll übersehen hätte, wenn ich nicht durch Zufall draufgekommen wäre. Da tragen wir alles, ne? Ja, haben also nichts gefunden. Guten Hunger, Cherry. Was habt ihr denn? Nichts. Das ist natürlich ein bisschen wenig. So, und wir müssen uns jetzt hier in der näheren Umgebung ein wenig umschauen und nach Hinweisen suchen. Wenn es Arkan einem nicht fehlt, dann sind es exzentrische Persönlichkeiten. Das ist immer noch der gleiche Text. Er heuerte mich an, um seine verschollene Assistentin Patira zu finden, die für ihn ein besonderes Bauteil aus Goldenforst beschaffen sollten. Und wie wir an den Gegnern gesehen haben, Goldenforst-Matronarchin, sind wir hier schon mitten im Goldenforst und der macht seinem Namen tatsächlich auch alle Ehre. Und ich vermute, das ist auch so ein Stück weit verantwortlich für die Lags.
Ingo, aufstehen. Arbeit wartet. Hier ist ein Brunnen. Mit nix. Da hinten ist noch was. Hier ist auch noch irgendwie. Hier ist ein Brückchen. Da gehen wir aber erstmal nicht hin. Da hinten steht irgendein Gegner. Wo ist er denn jetzt hin? Na, hier stand doch eben noch einer. Festung Quellwacht. Vielleicht habe ich auch einfach irgendwelche Kisten mit Gegnern verwechselt. Das wäre nicht das erste Mal. Vielleicht habe ich aber auch einfach den Bartür nicht gesehen. Oder die beiden Bartüren. Heiligsblechle. Wir essen mal so einen Apfelkohleintopf. Nee, der ist total scheiße, den darf ich gar nicht mehr herstellen. Der stellt ja nur Ausdauer und 20 Punkte Leben wieder her. Das ist ja lächerlich. Kartoffelkohlsuppe. Hartes Brot, Karotten. Ich würde halt tatsächlich gern nur irgendwie vollwertige Gerichte essen, wie auch immer man das nennen möchte. Also irgendwas, was über Zeit heilt. So, Vatürenohr, ja, gib mir dein Ohr, Evander. Hier haben wir doch irgendwo den Anführer, wo ist der denn? Bis nach hier hinten ist der geflogen. Ring des Schattens. Schleichen ist 17% effektiver. Ingo, weg da. Oh, eine Eispranke. Laggy ohne Ende. Die Grafikkarte powert gar nicht so am Limit. Es powert eigentlich gar nichts am Limit bei mir. Ich meine, die Grafikkarte ist uralt. Aber dennoch ist sie nicht voll ausgelastet. Drei Viertel ausgelastet. Aber nicht voll. Oh. Jade Saphir-Diadem. Gut, dass wir hier mal geguckt haben. Da ist noch was. Durchsuchen Wein. Ach komm, gib mal her. So, wir waren Orientierung gleich 0. Da. Das ist auf jeden Fall die Festung. Wollen wir da rein? Festung Quellwacht? Ich würde mich gerne erst noch mal ein bisschen weitläufiger hier umschauen. Für den Fall, dass wir hier tatsächlich noch irgendwas finden. Also irgendwas Questrelevantes. Da oben sind wir hergekommen, da können wir aber auch noch mal gucken. War ja ein bisschen dunkel, nicht wahr? Blut. Und wir, glaube ich, nicht für verantwortlich sind.
ein Haus. Ich möchte aber... Kann ich da irgendwo irgendwie rein? Nö. Gut. Was willst du? Erde! Hier sind offensichtlich Marodeure am Werk. Behalt deinen scheiß Eisenkrempel. Ingo! It's time. Ist hier nur einer? Kann nicht wahr sein. Westlicher Kanonenwall. Ich wollte gerade sagen, du lebst. Ich dachte schon, das wird heute gar nichts mehr. Hat? Mensch, Ingo, gut, dass du kommst. Frostgift, makelloser Amethyst. Sehr schön. War das gleiche Fass. Da ist noch eine Truhe. Alter Ingo, du bist so ein Lahmarsch. Das gibt's überhaupt gar nicht. Das ist richtig frech. Ist das. Richtig frech. Altmyradenhalle. Boah, die gucken wir uns natürlich an. Ist ja wo. Glasklar. Okay. Willkommen in der alten Myradenhalle. Mensch. Oh, Brot, sauber. Bananenschnaps. Stell ich mir ziemlich eklig vor, aber wir nehmen ihn trotzdem mal mit. Wir gucken mal, was er tut. Bananenschnaps. Mana regeneriert schneller, Ausdauer regeneriert langsamer. Ja, ist doch gut. Ingo, lauf in den Weg rum. Mehr Bananenschnaps braucht die Welt. Voll interessant hier oben. Der Ingo trampelt hier rum. Ist das Knobi? Ich kann hier aber nicht aufsammeln. Ihr habt wahrscheinlich... wieder nur so ein bisschen Lederkrempels dabei. Oh, ein Runenbogen. Hier könnten wir gleich direkt nochmal schlafen. Wollen wir aber nicht. Brauchen wir auch nicht. Alte Myradenhalle Unterkünfte. Na dann, gucken wir doch da zum Abschluss nochmal rein. Hallo Ingo. Na, was ist das für eine Tür? Holztür. Ingo, bitte. Nee, hier ist keiner. Das kann überhaupt gar nicht sein. Schnapp sie dir! Ein Sack. Oh, noch mehr Brot. Karotte und Kartoffel. Friedenskraut können wir ein bisschen... Oh, Würste. Würste. Her damit. Her mit die Wurst. Wo quatscht denn hier jetzt noch wer? Ja, wir gehen mal die andere Seite runter, wo die anderen Popmeimer herkamen. Ein Zauber im Anschlag? Ich höre hier viele Stimmen. Rolle der Wohltat, Feuersalze, Glühstaub, Rolle des Lichtboten. Oh, Ambrosia. Haben sie die Grafik der Flasche verändert? Die sah doch sonst nicht so mega auffällig aus, oder? Aha, hier geht's auch noch irgendwo hin. Im Stiefel.
Hab es satt, immer entwaffnet zu werden. Könnte diesmal ja auch... Ja gut. Wir sind hier ein bisschen OP. Ich geb's ja zu. Ein ganz klein wenig zu stark vielleicht. Ja. Und dann würde ich sagen, plündern wir den Entropisten noch. Diadem des Limbus. Psione kostet weniger Mana, okay. Stab der mächtigen Auferstehung. Zerbrochener Seelenstein, was kann ich denn damit machen? Ich vermute ganz gut verkaufen, wenn ich mir den Wert so angucke. Und sonst... Hallo Ingo! Hast du da hinten schon erkundet? Das ist aber lieb von dir. Eine leere Truhe, okay. Eine Puppe. Ich glaube, ich möchte keine Puppe. Da ist jemand drin. Das ist wohl die Gesuchte. Mit der quatschen wir aber beim nächsten Mal. Ich sag bis hier. Danke fürs Zuschauen. Was hat euch gefallen? Schaut bis zum nächsten Mal.